Es geschieht selten im Museumsalltag, dass man die Chance bekommt, einen veritablen Schatz zu heben. Museen verwalten, sammeln, erforschen ihre Werke. Das gilt natürlich auch für solche, die vielleicht tief in den Depots lagern. Und einen solchen Schatz hat die Hamburger Kunsthalle nun übernommen, nämlich seine Münzen, Medaillen und Plaketten. Und dieser Bestand wird von uns jetzt digitalisiert, erforscht und dereinst präsentiert werden. Und in diesen Prozess möchte ich Sie gerne mitnehmen. Die Hamburger Kunsthalle ist bekannt für ihre Werke aus 800 Jahren Kunstgeschichte, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Bei ihrer Gründung im 19. Jahrhundert jedoch stand zudem die über 2000 Jahre zurückliegende Antike in ihrem Zentrum und das ideell wie räumlich. Davon zeugt heute im zentralen klassizistischen Säulensaal, wo sich das Café befindet, nur noch der Abguss des berühmten Frieses vom griechischen Parthenon-Tempel. Bis in die 1920er Jahre hinein wurden hier viele weitere historische Reproduktionen nach Antiken präsentiert. Doch auch originale Zeugnisse direkt aus der antiken Welt selbst waren und sind bis heute Teil unserer Sammlung. Nur sind sie kleiner und waren lange verborgen. Dank der großzügigen Förderung durch die Dorit und Alexander Otto Stiftung können wir nun einen erstaunlichen Schatz für die Kunsthalle entdecken. Er mag in einem Kunstmuseum zunächst kurios erscheinen, umfasst er doch über 4000 kostbare Münzen, vorrangig der griechischen und römischen Antike. Hinzu kommen nochmal so viele 4000 Medaillen aus 600 Jahren Kunstgeschichte. Uns begegnen auf dieser Reise durch die Zeiten Kleinodien, wie zum Beispiel diese Dekadrachme aus Syrakus. Sie begeistern bis heute auch unseren Stifter, selbst ein passionierter Kenner der Materie. Für mich ist es wirklich die schönste Münze der Antike. Es ist eine Dekadrachme, also 10 Drachme aus Syrakus, damals eine Kolonie der Griechen, die die Insel Sizilien besiedelt haben. Es gibt eine sehr schöne Sage dazu über diese Frau, die hier dargestellt wird, Arethusa, eine Quellnymphe, die das Sinnbild von Sizilien ist. Es ist wirklich eine ganz, ganz feine Arbeit von einem berühmten Stempelschneider. Und zur Hamburger Kunsthalle habe ich ja seit vielen Jahren eine sehr enge Verbindung, auch durch die Modernisierung. Und dort stand natürlich dann die großen Bilder, die bildende Kunst im Vordergrund und das Gebäude. Aber es gibt einen Bereich, der damals halt nicht so stark im Fokus stand, die Numismatik, die kleinen Schätze, die es in der Hamburger Kunsthalle gibt. Und ich habe selber einen sehr starken persönlichen Bezug zum Thema Münzen, habe als Kind schon mich damit beschäftigt, gesammelt, mich für die Geschichte interessiert. Und aus dem Grund ist es mir eine große Freude, jetzt sozusagen die wissenschaftliche Arbeit zu fördern, die im Moment gemacht wird an der Hamburger Kunsthalle. Diese einzigartige Sammlung war schon in den Anfängen der Kunsthalle angelegt. Vom ersten Direktor, Alfred Lichtwag, profiliert und bis in die Kunst seiner Zeit weitergeführt, wurden ihre Schwerpunkte über 100 Jahre lang gezielt ausgebaut. Diese Kunstwerke für die Hosentasche galten Lichtwag als vorbildhafte Skulptur en Miniature, Kleinstskulpturen, die ihm nicht weniger als die Grundlage für den Aufbau einer Skulpturensammlung bildeten. War denn Caligula der Erste, der sich so dargestellt hat? Ja, unbedingt. Vorher gibt es noch solche umfangreichen Abfassien eigentlich noch nicht. Hier ist der Tempel des Augustus und da müsste noch ein Stier sein, der geopfert werden wird. Nee, danach dann schon, aber er ist dafür stilbildend. Geschaffenen Depot ordnen und erfassen wir im Team mit einer Historikerin, einem Numismatiker und einer Kunsthistorikerin die 8000 Objekte. Münzkundlich, kunst- und sammlungshistorisch. Durch die erstmalige Digitalisierung wird unser Schatz perspektivisch online weltweit zugänglich sein. Für Interessierte und Wissenschaft sicher eine große Bereicherung.
In der Bestimmung der Objekte und der Auswertung verschiedenster, bislang noch ungesichteter Dokumente begeben wir uns auf die Spuren von motivischen, museologischen und medialen Eigenheiten der Bestände sowie Zusammenhängen zu Skulpturen, Grafiken, Fotografien und Gemälden der Kunsthalle. Allein unter den Münzen finden sich byzantinische, islamische, mittelalterliche, neuzeitliche, russische und hamburgische Kleinodien sowie einige Fälschungen. Dies neben den herausragenden antiken Exemplaren Griechenlands, der römischen Kaiserzeit und Republik. Und von letzteren schwärmten die Kollegen schon vor 100 Jahren, dass es, Zitat, keine reichere und imposantere Porträtgalerie gibt als die durch lange Jahrhunderte führenden römischen Kaisermünzen. Schau mal, Martin, hier, das ist der Römer mit dem Helm und mir ist aufgefallen, dass wir das hier auch bei der Personifikation Frankreichs finden, also auch dieses Nautische dazu, also jedenfalls finde ich, dass es nautisch ist. Ach so, ja, richtig, diese Zacken hinten dran. Genau. Die künstlerischen Medaillen und Plaketten feierte Lichtwag als besondere, Zitat, Gemäldegalerie im Kleinen. Ebenfalls für die Hand geschaffen, ehren diese Erfindungen außergewöhnliche Persönlichkeiten und Ereignisse. Sie sind uns also ein Spiegel der Geschichte und der Kunst. Von Renaissance, Barock und Klassizismus bis hin zu Schwerpunkten im Jugendstil und Impressionismus. In unterschiedlichen Motiven und Formaten zeigt sich ein immer freierer Umgang mit dem geschlagenen, geprägten oder modellierten, sich vertiefenden sowie hervorwölbenden Flach-, Halb- oder Hochrelief. Ja, dieser Frontalblick, ne, der ist halt nicht alles bei der Medaille. Ja. Nee, man, das ist wirklich die Bewegung. Ne? Ja. Das Bewegen. Und nach 150 Jahren wird unser Sammlungsschatz zudem erstmals von einer Metallrestauratorin gereinigt. Materialgerecht gelagert können die Objekte aus Bronze, Kupfer, Silber oder Gold so auch für die nächsten Jahrhunderte erhalten bleiben. Also bei der hier sieht man schon mal ganz deutlich, dass da so ein Film auf der Oberfläche entstanden ist. Und das bedeutet eben, dass tatsächlich da was aus der Oberfläche rausgezogen wird. Viele dieser handlichen Skulpturen entdeckte Lichtwag direkt in den häufig Pariser Ateliers von oft freundschaftlich verbundenen Künstlern. So sicherte er sich auch Jules Clément Chablins wunderschöne Medaille zu Ehren einer uns derzeit noch rätselhaften Madame Claude. Dazugehörige Entwürfe in unserem Kupferstichkabinett geben heute noch einen einzigartigen Einblick in die Werkprozesse. Diese reflektierte er im internationalen Austausch so mit dem Pariser Museumsdirektor Léonce Bénédict. Und wir stoßen gerade auf anregende Überschneidungen unserer Bestände mit denen des heutigen Musée d'Orsay.
Tatsächlich galt die Kunsthallensammlung der Skulptur und Miniatur schnell als, Zitat, die bedeutendste ihrer Art in Deutschland. Besondere Aufmerksamkeit für die ästhetisch wie medial so spannenden Zwischenräume spiegelt sich auch in den größeren plastischen Bildwerken. Bildnisse wurden, neben Tierdarstellungen, ein Schwerpunkt der Sammlung, Münzen, Medaillen und Skulpturen, wie sie es schon in der Gemäldegalerie waren. Alle Medien und Abteilungen wurden für die Besucherinnen zusammengedacht. Wir finden im Depot, neben leider in Vergessenheit geratenen Namen, auch die Großen der Kunstgeschichte, deren Experimente zwischen den Dimensionen sind jedoch wenig bekannt. So porträtierte der berühmte Maler Auguste Renoir seinen Sohn in einem ersten bildhauerischen Versuch auf einer Bronzeplakette. Medaillons von Otto Sigismund Runge, Sohn des Romantikers Philipp Otto Runge, scheinen sich mit der gemalten Grisaille des Vaters zu verbinden. Spätestens ab dem Impressionismus wird in der Medaillen- und Bildhauerkunst parallel zur Malerei der Umgang mit der Oberfläche noch experimenteller. Zwischen den vielfach übersehenen Flächen eröffnen sich immer neue Räume. Dank der großzügigen Fördermittel durch die Dorit und Alexander Otto Stiftung können wir also die 8000 Objekte erstmals an und für sich erforschen und in ihrer spezifischen Bedeutung für unser Museum heute. Nämlich als Grundlage und Teil der historischen Skulpturensammlung in ihren Verknüpfungen zu den anderen Bereichen, zu allen Bereichen dieses Hauses und eben auch in ihrer aktuellen Relevanz. Diese neuen Erkenntnisse machen wir ab 2025 in einer großen Sammlungspräsentation im gesamten Erdgeschoss sichtbar und erlebbar. Von der zweiten zur dritten Dimension, von Miniatur zu Monumental, von der Antike bis in die Gegenwart.